searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so. Servus, grüß dich und herzlich willkommen auf der Swiss-Touch. So, ich muss euch gleich sagen, ab heute kommen diese Folgen alle 2 Tage. Das heißt, wir haben 3-mal in der Woche Swiss-Touch. Ich muss das ein bisschen verringern, damit ich mit dem Aufnehmen jetzt ein bisschen zurechtkomme. So ist es. Heute fangen wir an mit dem Dreschen. Vom guten Hafer, den brauchen wir für unsere Pferde, dass wir da ein bisschen was füttern können. Da werden wir uns halt, wenn wir jetzt ein bisschen mehr arbeiten, was wir wirklich brauchen. So, wir fahren da jetzt einmal gleich rauf, dass wir da, wie soll ich sagen, Vorgewinde haben, wenn wir es leichter beim Umdrehen tun. So, wenn wir mal wieder viel zum tun. Da drüben auf der anderen Seite nochmal wieder zum Gruben, zum Anbauen. Oder werden wir dann gleich mit der Kombination fahren, also Kreislecke Seemaschine. Da werden wir dann einen Raps abbauen oder was. Wir unser Weizen da drüben und unser Hafer, Raps, wird jetzt auch bald zum Dreschen werden. Und dass wir da einfach in keinen Stress reinkommen. Ah ja, und Walchen müssen wir noch ein bisschen streamen. Oder wie dann noch. Wenn es gut geht jetzt dann noch. Jetzt nehmen wir 1-2 Folgen auf. Dass wir dann ein bisschen streamen. So, ich spiele jetzt wieder in Full HD. Vorher habe ich immer in Vico HD gespielt, aber jetzt habe ich ein bisschen mehr FPS und ich glaube, jetzt macht es ein bisschen mehr Spaß auch noch dazu. Ja, jetzt haben wir mal dann, na gut, 65 FPS. Ja, ah, da nicht so wie vorher nur 120 gehabt, aber ist jetzt unabhängig von wie viel der Entwickler haben, spielen wir trotzdem. Ich bin jetzt in Full HD und lassen sie uns natürlich gut gehen. So, Dreschen ist eigentlich hier relativ schnell, das Vorgewende, so ein bisschen zurück. Dann haben wir hier eine relativ große Fläche, muss man schon sagen. Man muss jetzt schon mal recht 15-20 Minuten, das ist jetzt also 10 Minuten, sondern ein bisschen länger, 15-20 Minuten, aber das haben wir eh schon alles gehabt. Von der Länge her, dass wir da jetzt auch was hier heißen, also ich werde jetzt noch 3-mal die Woche bringen, Montag, Mittwoch und Freitag. Zwischendurch schauen wir, dass wir vielleicht 1-2 Mal streamen. Hä? Lol. Hä? Jetzt mal nicht besser bei der Hafe. Lol. Okay. Wenn man einfach einmal Mod SES Getriebe neu startet, funktioniert es wieder. Ist ja ein Ding. Ist ja nur ein Spiel, man soll sich ja nicht aufregen. Man soll das Beste draus machen. So, wie viel haben wir gehabt? 8000? Na, ein bisschen weniger, glaube ich. 6000 passt rein, ja. 2000, auch nicht einmal, ist sogar weniger, 4000, 5000. Ah ja, bin jetzt auch schon lange nicht mehr mit einem Drescher gefahren. Und wo ich auf der Wahlstube bin, jetzt die Zeit mit dem Ferguson gefahren. Nur das ist eine andere Generation jetzt vorher, von den Größen her. So, aber, ja. Aber mit dem Drescher geht es auf jeden Fall schneller als mit dem alten Fahrdrescher. Ist zwar riesenvoll, aber wir haben auch relativ viel Ertrag. Muss man halt auch sagen. Und jetzt schauen wir dann einmal, wie viel Kredit das wir haben. Das interessiert mich zwar. Ich weiß ja nicht mehr. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ich habe sicher auch wieder 1,5 Wochen gespielt. Die Folge, was geht. Also, vorgestern, was gekommen ist, am Montag. Da. Hä? Erklärt mir das bitte, wer?
Warum das einfach nicht nimmt, das ist jetzt aber komisch. Schon mal Fehler? Nein. Jetzt nimmt das wieder. Ganz komisch. Was da hat er irgendwo ein Groß erwischt und das nimmt er nicht. Ja, da ist irgendwo wieder da. Okay. Komisch, ja, das wird jetzt am Rand vielleicht das Problem sein. Müssen wir rechts immer ein bisschen schauen. Dass wir da nicht zu weit ins Grüne kommen, dass er halt vielleicht grasen und dann dass er die komplette Breite nicht nimmt. Kann alles möglich sein, so fahren wir mal auf da. Vorgewende. Aber da geht schon wieder. Ich würde Asphalt mal ein bisschen heben. Ding brauchen wir ja nicht. Die Karten, wir wissen nicht, wo wir hinfahren. So, da la. Bergauf, wie geht da was weiter? Aber da steht halt auch eine Menge, das darf man jetzt nicht. Unterschätzen, so. Ja. Dann ist auch schon hoppala. Geht's halt nicht schneller, so. Das werden wir jetzt alle Strohhäckseln, wenn wir mehr so viel Stroh drin haben, haben wir noch ein paar. Wir brauchen momentan keine Stroh, beziehungsweise eigentlich könnte man das wieder verkaufen. Aber man zahlt sich das alle da hat sich schon aus. Also pressen und dann wegführen. Ah. Sag ich ganz ehrlich, du scheiße ich persönlich schon drauf. Könnte man eigentlich die verkaufen, was wir schon, was wir noch haben. Und das ist eh genug. So. Geht sich alles wunderschön aus. So, und jetzt fahren wir bergauf. Hilft das dir? Oh ja, ein bisschen hilft es. Das Differential. Hilft zwar nicht immer, aber ein bisschen. Und jetzt da hilft dies doch schön für uns, dass wir ein bisschen schneller fahren. Na Kim, du darfst doch schon bergauf fahren. Na gut, wir werden immer schwerer natürlich. 100 Kilo sind 100 Kilo. Und du 100 Kilo haben oder nicht, im Ernst ist es nicht gut. Bergauf ist schlecht. So. So, bremsen. Und dann fahren wir unten gleich wieder um, dass wir da unten gleich dann kommen vor dem Ganzen. Ah ja. Geht ja was voran, muss man ja schon sagen. Also so groß ist das Feld auch wieder nicht, aber du wirst du jetzt ja eine halbe Stunde sitzen, zwei, drei Folgen. Vielleicht machen wir diese Folge jetzt wieder normal, nächste Folge machen wir wieder mal einen Zeitraffer. Ganz untypisch für mich eigentlich. Weil heute tue ich ein bisschen immer so viel labern tue. Irgendein Blödsinn aber immer zum Erzählen. Aber ja. Schauen wir mal, wie lange das wir jetzt noch brauchen. Viertes Feld. 1500 Euro mindestens, wo ich 3000 Euro. Aber ja, da wird der Meter jetzt gewesen sein, weil wenn man da jetzt die erste Stunde vollendet, das heißt, wir werden da jetzt auch wieder Mietkosten haben, aber das ist ja nicht zur Sache. Allein, was wir jetzt schon wieder 3600 im Tank haben, das zahlt auf jeden Fall aus. Das wird da jetzt schön dreschen, selbstständig. Natürlich mit einem Lohn, aber als praktischer der Fahrt mit der Notanken. Beziehungsweise könnten dann gleichzeitig grubern, so jetzt mal wieder aufpassen, dass wir zu weit außen fahren.
Sonst haben wir wieder das Problem, dass wir da so, und jetzt fahren wir wieder retour. Lol. Was, das lädt dir jetzt einen halben Meter da wieder. Hoppala, hoppala. Falsche Tasten, es ist einmal so blöd. Ich muss jetzt mal umstellen, so. Ja, und jetzt geht's wieder. Oh ja, was willst du tun? Beim Spiegel siehst du ja nichts, gell? Nein. Spielchaotisch, haha. Wer braucht ein Spiel? Gibt er die Außenkamera. Weil in echt da ist ja schon was sagen, was so, das ist ja kein Spiegel, das ist ja reiner Zustand. Da kannst du nicht einmal irgendwas sehen, dass ihr Gott das dann hast, im echt sind sehr viel größer. Überhaupt bei so Bogen sind, das ist ein Weitwinkelspiegel der untere, für was der untere ist. Aber das kannst du ja in echt nicht machen, so. Jetzt ist er. Genau, wenn du so schaust, ist es sogar besser, wenn schauen wir wieder so. Lol. So, jetzt müssen wir auch danken. Sonst wird es nichts mit dem Fahren. So, das geht sich nicht aus. Da müssen wir noch einmal oben raus lenken. So. Ist kein Platz mehr, Wohlpaletten zu machen. Ja, Blödsinn. Klar. Na gut, dann machen wir das schnell. Der tut eh auch tanken, er braucht eh ein bisschen. Lol, gleich alle zwei voll. Lol. Lol. So. Gut, haben wir auch wieder da 3000 Euro, also die Drescherkosten haben wir schon locker wieder rein. Oh, der Steirer macht mich fertig. So gesagt, ganz ehrlich, immer wenn ich zu den Hupf. Da wir ganz nah. So, jetzt fahren wir mal da oben an. Habe ich auch noch ein wenig. Genau. Weil da habe ich was drin. Warum auch immer, fragt es mich nicht. Ja, da muss ich nochmal so eine kennen. Aber jetzt ist es auch weg. So. Fangen wir gleich unten weiter zum Drischen. Die Folge geht einmal auf und da geht noch. Und dann wissen wir genau, was wir da haben an Material. Was für uns wir für einmal fahren haben. Natürlich, es ist nicht das kürzeste jetzt, aber also der kürzeste, wenn wir einen Bugel drin haben, zum Fahren, zum Skifahren, aber es zahlt sich aus. Und ob man jetzt die Kurven fahren oder die Gerade, in dem Sinne so komplett wurscht. Es ist nur Geschmackssache, wenn man hier Gerade fährt, Kurven fahren. Das muss jeder selbst entscheiden, wie er es haben will. So. 14, 15 Minuten. Aber was will man tun? Was will man tun? Ist ja nur ein Spiel. So, das geht nicht, wenn es einen anderen mehr anschauen. Wo es da genau gebucht hat. Das machen wir auch gleich. Also jetzt geht das schon. Jetzt. Der Speicher wird von 15%. Nein, wenn wir 40% haben, gut. Einmal fahren. Wenn ich zweimal fahren, wird sich gut ausgehen, dass wir da einen Speicher voll haben. Einen Bunker, sagen wir so, einen Speicher, ein Getreide, einen metrischen Speicher. Ein Bunker voll mit die 4000. Aber schauen wir. Und sogar mehr hier. 50. Ah ja, das wird es wieder genau nicht ausgehen, wenn du zweimal fährst. Genau nicht. Dann ist das bei mir, man kann sich jetzt mal bedanken. Aber wo ich? Na. Nur jetzt schon. Über 25%. Und das, wenn du oben fährst, darf es vielleicht funktionieren. Aber ich fahre jetzt einmal.
dass da ein bisschen schneller funktioniert. So. Von 40, von 56, ja. Dann müssen wir mindestens einmal 1000 Euro danken, dass du einmal voll kannst. Und das zahlt sich dann auch nicht aus, du kannst gleich alles auch da nicht haben. Alles klein hängen rein. Aber du kannst hier noch maximal 2,5 mal Fuyo danken. Also wenn du 2,5 hast, kommt es auf einen guten Kipper. Und der Ankipper werden wir sicher brauchen, unsere Pferde voll zu machen, beziehungsweise dass wir dann unsere Pferde dann verkaufen können und den Rest können wir an Kipper werden wir uns dann nur lagern und den Rest werden wir verkaufen. Und es wird mehr Hafer da sein, was wir glauben. Oben haben wir den Weizen, den müssen wir dann bei den Hühnern einigen, was wir jetzt neu haben. Und dann können die anderen Raps den können wir auch noch verkaufen. Und Silage haben wir noch zigtausend Liter, dann können wir, machen wir das gleich. So. Hafer 2000, ja. Da 2050, aber da kriegen wir auch noch ein bisschen was. So. Und dann haben wir Milch. 2000 Eier haben wir 4000. Drum geh auf die Hände, sag's euch ganz ehrlich. Oh, 590. Warten, das wird die nur schauen. Money, money, money. Mietkosten, genau. Jetzt haben sie 3000 Mietkosten abgezogen. Jetzt haben wir so ein Minus. Und jetzt schauen wir nochmal kurz bei den Viecher, weil wir waren schon unbedingt, das passt. 73 Euro, wir haben keine Mischfutteration, ist logisch, Sauberkeit könnten wir ändern. Naja. Hühner. Die brauchen einfach jetzt. Ja. Das ist halt einmal so mit dem Putzen. Du kannst jetzt mal unten kommen, jetzt mal kannst du das neu striegeln, die Pferd. Dann müssen wir es wirklich schauen am Tagesende, dass du das dann gemacht hast. So haben wir gesagt, 56. Das muss fachelt nicht schon, ich weiß. Aber ja, okay. 56. Ui, geht sich genau aus. Ja, dann müssen wir dann. Hilft nichts. So. Einmal abdanken, bitteschön. Dankeschön. So, und jetzt haben wir noch zweimal fahren wir das jetzt genau. 1, 2, 3, 4. Viermal fahren haben wir 7000. Vorgängende, ja, das geht. So, und wenn es euch gefallen hat, wieder liken, abonnieren nicht vergessen, dann sehen wir uns wieder hoffentlich in der nächsten Folge auf der Swiss Touch. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank, Servus!